Ich grüße euch ganz herzlich zu dieser Runde Soundcheck. Wieder Lieder, die ihr euch gewünscht habt, die ich abspielen soll. Das mache ich doch ganz klar. Ich habe schon gesehen, es ist Bass Mechanic dabei. Das beim letzten Mal auch angedrohte Bass Otronic haben wir dabei. Und ich meine, was Deutsches habe ich auch gesehen. Ein bisschen was Witziges und ein paar NEWS sind auch dabei. Was sind NEWS? Kommen wir gleich zu. Viel Spaß dabei. Euer Speaker Schocker. Ja, aber erstmal nochmal was ganz schnell, kurz von Anfang an, ja, quasi eigener Sache. Kennt ihr Wonnie und Clyde? Ja, könnt ihr noch gar nicht kennen. Ist noch richtig neu. Ich möchte euch aber jetzt schon mal, ich habe die Erlaubnis, euch hier schon mal was zu zeigen. Gestern war der 25.02., da liegt das Ganze schon mal auf Radio Soundcheck. Da wurde es erstmalig vorgestellt. Und das ist so ein geiler Sound, das muss man einfach in die Welt zeigen. Ich darf hier aber nicht das ganze Lied spielen, sondern quasi nur eine Promo-Version, die sie hier selber auch auf YouTube hochgeladen haben. Also wenn ihr mal danach gucken wollt, bei Facebook oder bei YouTube, einfach Wonnie und Clyde eingeben. Link zu dem Lied ist natürlich, oder zu diesem Video, ist unten in die Videobeschreibung. So, machen wir mal los hier. Das ist so geil, also Wahnsinn, das ist endlich mal wieder was, wo ich sagen würde, yo ey, da muss ich jetzt ganz schnell zum Saturn oder wie auch immer und mir die CD besorgen. Korrekt, das Ganze, bei Amazon gibt es das auch. Wir fangen an mit, ja, da hat mir jemand ein Lidl geschickt via E-Mail. Ich glaube das nicht, jetzt fängt es an zu schneien hier. Och nö, ey, es hat ja wohl mal wieder... Bald März kann man langsam immer so 30 Grad und so gehen, ne? Wenn wir wieder Strom in Klimaanlagen verpulvern können, die ich nicht habe. Aber Strom verpulvern, das kann man auch so. So, wir müssen zur Verstärkungsmaschine. Oder wir nehmen eine Fernlenke, das geht auch. Nanu? Was haben wir denn da Feines? Läuft. Hätte ich mir auch denken können, dass hier was kommt, ne? Ich hoffe, das ist urheberrechtlich unbedenklich. Aber ich denke mal, hier dieser Dario Bacher, wahrscheinlich soll ich ihn auch grüßen. An der Stelle grüße ich da mal den Dario Bacher. Der hat es wahrscheinlich selber gemacht. Der Song heißt Mein Song 9. Ja. Also der Eimer, der kommt mir auch hier weg. Der nervt ja total. Es ist jetzt so echt voll laut, das ist so übertrieben laut, Leute. Ey, ihr könnt euch kaum vorstellen, wie laut das ist. Ich höre meine eigene Stimme schon gar nicht mehr. Oh, was hatte ich gestern für eine geile Unterhaltung. Boah, das war richtig mies. Jetzt einen ganz neuen Ansatzpunkt, wie wichtig Watt doch ist. Je mehr Watt, desto mehr teuer ist das. Also ein Watt gleich ein Euro. So ähnlich ist das Ganze dann ausgegangen. Ich habe dann einfach nichts mehr dazu gesagt. Ja, und Watt, viel Watt ist ja auch gleich laut, ne? Ich meine, ich kann auch ein Lautsprecher-Chassis mit 3000 Watt auf den Boden stellen und das ist lauter als ein Chassis im Tepethorn mit 30 Watt angetrieben, weil in den anderen jage ich ja mehr Watt rein, ne? Leute, ich glaube, ihr macht mir das extra, um mich zu ärgern. Das auch hier erstmal abgearbeitet. Jetzt kommen wir wieder zur bösen Liste, was da sich wieder alles so drin verbirgt. Oh yeah. Ah,
Wahrscheinlich hat der selber sich das auch gewünscht. Links sind sowieso unten in der Videobeschreibung. Außerhalb von dem letzten Lied. Das kann ich schlecht in die Videobeschreibung packen. Ja, über den Namen kann ich da reinschreiben, aber ist nichts mit Link und links, rechts, erst recht nicht. Originalmix. Original ist noch lange nicht. Musik ist doch alles nur geklaut. Das wissen wir doch alles. Habt ihr wahrscheinlich schon gesehen. Hier jetzt aber noch nicht ganz. Kommt gleich. Na gut. Wenn ihr dieses Video hier seht, dann habt ihr das schon gesehen. So, was passiert denn hier so? Geht hier was ab so? Mit der strategischen Leuchte hier so. Okay. Boom, 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 boom. Ja, der hält auch nicht mehr hier. Alles hier neu machen hier. Vielleicht kann ich auch hier das Ding von Rolls-Royce klauen, die Emily oder wie heißt die Kühlerfigur bei Rolls-Royce. Ist aber ein bisschen teurer, glaube ich. Geht dann los, ne? Kommen die Feiertage schon wieder. Dann ist Mai, dann bin ich 3 Wochen nicht da, bin ich wieder weg. In den Urlaubsregionen dieser Wälder, dieser Welt. Ja, das Klaviergedudel mag ich jetzt sogar, das hört sich gut an. So, damit wir jetzt hier loslegen können mit dem ersten Bass Mechanic Lied, habe ich immer so einen kleinen Versuch vorbereitet. Hier die Flasche hier, Nachbar können wir nicht ganz so viel aufdrehen, aber müssen wir auch gar nicht. Es reicht ja nur ein bisschen. Ich brauche hier keine 50.000 Watt BMPO Bass Machine. Mal hier ein bisschen so fernzünden hier, weil da wo ich eigentlich stehe, steht die Kamera. Der Anfang vom Lied ist geil, hört sich an wie das erste PlayStation Intro. Nichts Außergewöhnliches, ne? So, was haben wir in der Liste jetzt drin? Waren wir hier? Gucken wir mal hier. Bum, 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 bum. Oh, die, die immer lacht. Da habe ich am Wochenende schon ein Video zu gemacht. Da war der Nachbar nicht da. Da konnte man ein bisschen aufdrehen. Ich werde stattdessen, das jetzt hier laufen zu lassen, schneide ich das Video einfach rein. Ich werde es aber direkt einfach mal ein bisschen langsamer machen. Nicht wundern, weil wir werden es dann garantiert entfernen müssen. Weil schon alleine Contour TV würde sich darüber aufregen, wenn ich das Ganze jetzt hier laufen lassen würde. Gleichste Bundesliga, Nachbar nicht da. Da können wir mal eine Ecke lauter machen hier. Vor allem dieser Song sowieso. Ist doch wieder kalt ist draußen, so haben wir mal einen Ofen angeschmissen. Aber nur wenn sie alleine ist, wenn sie ist wie einer.
doch mal, da weiß man mal wieder, wofür man das Geld liegen lassen hat. Oder warum man halt montags morgens aufsteht. So, das erste, ne, jetzt das zweite Buzz Mechanic Lied. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich könnte jetzt eine Umfrage starten. Da stellt sich natürlich jetzt wieder die Frage, wie einige anderen mich auch gestellt haben, was hat so ein Basketdudel mit Musik zu tun? Berechtigte Frage, ich sag, das hat damit herzlich wenig zu tun. Und dass sich die Nachbarn darüber beschweren, das ist gar kein Wunder. Ich meine, wenn man jetzt Phil Collins in die Air Tonight laufen lässt, da ist das die Gefahr, dass sich der Nachbar beschwert, nicht ganz so groß wie dieses, ja. Ich meine, da kann man auch einen Elefant durchs Treppenhaus jagen, das wird sich auch keiner anhören wollen. Das wäre für alle nicht schön, auch für den Elefanten nicht. Das hatte ich, glaube ich, auch schon mal in der Alpenwohnung noch. Gut, da hatte ich aber noch nicht so eine Anlage, da hatte ich was anderes, sagen wir es so. Boah, das ist nervig. Das ist keine Schleichwerbung, braucht er nicht zu denken oder sowas. Oh, was kommt denn jetzt ab hier, ja? Jetzt lass mich das Ding festhalten. Oh, Wahnsinn, oh, ich hab Bass, oh. Was gibt's eigentlich so neu? Das habe ich schon lange nicht mehr gehabt, diese NEWS News. Was gibt's denn so Neues? So, der Bass Mechanic, ja, ist ja alles, ist ja nicht ganz so schlimm. Aber mechanisch würde ich jetzt lieber sehen, so ein geiles Hähnchen am Grill so drehen. Andere nennen es auch Goldboiler. Gut, egal. Kommen wir zu den News. Ja, was gibt es Neues? Oh, da gibt es ganz vieles. Erstmal, ja, Facebook. Na, kennt ihr alle das soziale Netzwerk? Die haben richtig Theater jetzt am Hals. Denn Deutschland oder eine Kanzlei aus Deutschland hat den Mark Zuckerberg, ja, angezeigt. Warum das Ganze? Das Ganze wegen Volkserhetzung. Ja, es ist ja schon immer wieder mal vorgekommen, dass Hassreden auf Facebook gepostet worden sind und geteilt worden sind und hast du nicht gesehen. Das Ganze ist aber nach deutschem Recht nicht erlaubt. Es haben sich schon jahrelang Gerichte darüber gestritten und die deutschen Betreiber von Facebook angeklagt. Die haben aber jetzt vor kurzem gesagt, damit haben wir nichts zu tun. Wir in Deutschland machen nur die ganzen Werbeverträge, die Facebook laufen, geldliche Sachen und sowas alles. Das ist alles andere. Da müsste sich am oberen Boss wenden. Das hat man jetzt getan. Manche wissen es vielleicht. Der Mark Zuckerberg war am 22. Februar hier in Deutschland. Und zu diesem Zeitpunkt wurde er angezeigt. Ich glaube, der hat sich da nicht mehr ganz lange hier in Deutschland aufgehalten. Halt wegen dieser ganzen Sache. Ich meine, in Deutschland, wenn irgendwo eine Firma ein bisschen Murks macht, dann wird auch direkt der Oberste angepfiffen. Warum nicht auch so? Gut, das Ganze läuft jetzt erstmal und die ganze Zeit, was da noch passiert, das wissen wir noch gar nicht genau. Aber eine Geldbuße von 150 Millionen wurde Facebook auch noch aufgebrummt. Warum das Ganze? Weil Facebook hat sich die ganzen Jahre erspart, Leute einzustellen, die hier in Deutschland halt auch dieses Ganze untersuchen und halt diese Hassreden und diese volksverhetzenden Reden löschen. Das haben sie nicht gemacht und dadurch haben sie sich umgerechnet etwa 150 Millionen Dollar eingespart. Das soll jetzt als Schmerzensgeld oder wie man auch das immer benennen sollte, wird das jetzt fertig. Das Ganze könnt ihr mal, ich packe euch mal einen Link zu einem Video dazu von der Kanzlei unten in die Videobeschreibung. Und neu ist auch Samsung, ja, es ist da. Viele lassen sich schon vorbestellen, das Samsung Galaxy S7. Das ist die normale Variante und dazu gibt es natürlich auch wieder eine Edge-Variante. Edge, also Rand. Gut, alles schön und gut. Wozu braucht man das Ganze? Was kann es besser? Es kann, glaube ich, ein bisschen besser. Augmented Reality und sowas ist besser geeignet. Und ja, designmäßig soll das auch wieder einiges können. Und ich glaube, diesmal haben sie sogar geschafft, mal einen größeren Akku reinzubauen, dass das Handy wirklich auch bei Benutzung mal wirklich einen Tag hält und nicht nur 12 Stunden oder so. Naja, gut. Was daraus wird, werden dann die ersten Testberichte ergeben. Witzigerweise, ich ganz ehrlich, ich kann es nicht...
Ich packe das nicht ganz, wo das Ganze, was das Ganze kostet. Das Normale kostet ja schon 700 Euro. Und dann wahrscheinlich das Edge, da kostet wahrscheinlich noch 200, 300 mehr. Sind wir wahrscheinlich bei 900 bis 1000 Euro. Ich meine, ich kann mir das Normale kaufen, dann lege ich das in die Mikrowelle, dann gehe ich da mit dem Vorschlaghammer dran und deichsel mir da zurecht. Und dann habe ich auch eine Ecke da dran, eine Kante da dran. Fertig. Sony gibt aber auch Gründe, damit die Gerüchteküche mal wieder ins Brodeln kommt. Es wird geflunkert und gemunkelt, dass Sony schon an der PlayStation 5 am werkeln ist. Berichten zufolge, die manche schon vorsichtig formulieren, könnte das Ganze 2018 sogar konkret werden. Ich gehe mal davon aus, dass wir die PlayStation 5 dann, ja, 2018, wie üblich Sony das macht, dann im Weihnachtsgeschäft bei den diversen Märkten stehen haben. Ja. Jetzige Designvorschläge oder Designs, die es jetzt schon gibt, die sind noch sehr an der PS4 angelehnt. Ich frage mich aber auch, was soll man da designmäßig groß ändern, weil es ist ja nun nicht mehr so, dass man die PlayStation vor dem Fernseher stellen muss oder so. Die kann man ja auch im Regal stellen und einfach fertig. Punkt. Und jetzt der Knaller noch. Oh, Pestizide im Bier. Ja, vielleicht habt ihr das noch nicht ganz gehört. Pestizide im Bier, in deutschen Bieren. Ja, darunter betroffen Bitburger, Kronbacher, Warsteiner, Oettinger und viele andere Marken. Aber gestern im ARD wurde noch gesagt, das ist alles gar nicht so schlimm. Man müsste, um da bedenkliche Zustände zu erreichen, 1000 Liter Bier trinken, um von diesen Pestiziden irgendwie umzukommen. Oh, 1000 Liter Bier, wer schafft das denn schon? Gut, dass ich noch Winterbock aus Wuppertal habe, das ist nicht betroffen. So, jetzt machen wir weiter mit den Soundchecks, ein paar Lieder haben wir noch offen. Oh Gott, Karneval, wir sind noch da. Gut, es werden ja noch manche Karnevalszüge nachgeholt. Von daher ist es anscheinend immer noch aktuell, wenn wir hier sowas mal laufen lassen würden. Ach du meine Fresse. Ja, hier Radio Soundcheck, das passt in DJ Speedways Sendung. Der macht ja auch manchmal sowas. Schreibe ich den das nächste Mal dahin, kann er das mal abspielen. Dann passt das mit den 1000 Liter Bier wieder, dann kann man sich das auch sehr, sehr gut anhören hier. Erstmal abwarten und Tee trinken hier. So, das Lied lassen wir hier noch laufen hier und dann war das erstmal hier heute für die Runde 6.4. Jetzt haben wir dann gleich über 14 Uhr, dann muss ich gleich los. Und ja, vielleicht ist der Laptop mal bereit, hier mal wieder alleine was zu machen. Weil ansonsten musste ich immer als Aufpasser daneben sitzen. Dann hat er es wenigstens vernünftig gemacht und ist nicht hängen geblieben. Aber heute muss er es mal alleine machen. Dann schaffe ich es vielleicht noch vorm Wochenende das Ganze rauszuhauen. Wäre eine coole Sache. Ja, hier brauche ich mir, glaube ich, gar keine Sorgen zu machen, dass das urheberrechtlich bedenklich ist. Obwohl, jetzt ist ja auch ein Lied in den Charts von No Copyright Sounds. Ne? Wer weiß, was da dann passiert. Das hatte ich ja auch mal ein Video drin. Und da das ja jetzt in den Charts ist, kommt es wahrscheinlich in Theater. Also diese Animation sieht geil aus. Ist das hier ein 60p? Tatsächlich, das sieht man sofort. Da kann man sagen, was man will. Man sieht das sofort, ob das normal 25 Frames per Second Aufnahme ist oder 50 oder 60 FPS. Ich finde 60 FPS sowieso noch besser als 50. Aber 60 unterstützt meine Kamera leider nicht. Darum müssen wir es mit 50 vorlieb nehmen. Ja, mein Leben. Früher hatte ich ein Handy, das hatte sage und schreibe 15 Bilder pro Sekunde aufgenommen. Das war Geek-Tech. Sony W710i, das klappt in mir. 2005 oder wann das? Oder 2008 oder so. Leute, das war's dann, diese Runde Soundchecks. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ja, ihr könnt natürlich einen Daumen hoch geben. Ich fängt echt an zu schneiden, scheiße. Egal. Ja, das nächste Mal wird dann kommen. Oh, was wird dann kommen? Guck mal, waren wir schon mal vor. Was könnte denn kommen? Jäger wird kommen mit Lights. Dann wird kommen 20 Zuhälter-Bars. Boy, oh boy. Ach, und Sally von Hardwell. Und da gibt es noch eine ganze Menge, die kommen will. Also dranbleiben. Das nächste Video wird dann höchstwahrscheinlich sein, wie das Ganze ist mit zwei aktiven Subwoofern. Wo ist da der Vorteil? Ist das vielleicht nur ein Nachteil zu einem Subwoofer? Dranbleiben, es wird spannend. Ich sage jetzt hier Tschüss und Ciao.